Sehe ich natürlich nicht. Oh, hä? Was? Jetzt sehe ich gar nicht mehr, worüber die quatschen. Wo ist Frikadella schon wieder am Essen? Nein! Die soll boxen, energiegeladen boxen, an die Grenzen gehen. Natürlich, da. Du bist für mich wie ein köstliches Gericht meiner Leibspeise. Also eine Fritten von Meckes quasi. Du bist für mich wie Fritten. Ich liebe deine geilen Fritten. Da werde ich richtig zum Turbinenmann. Ja, das ist ein Superheld. Den habe ich mal erfunden, als ich klein war. Turbinenmann. Der hatte keine Beine, sondern Turbinen. Ist mal rumgeflogen, konnte nicht bremsen. Ja? Und hatte er denn Arme? Ich meine, seine Beine waren aus Turbinen, aber hatte er denn Arme? Woraus waren die? Ja, seine Arme waren aus Bananenschalen, damit man dran lutschen kann für die Vitamine. Beide denken an Musik, beide am Abdancen. Frikadella fühlt sich unwohl, weil sie boxen muss. Okay. Ja, okay. Was mache ich denn mit Frikadella? Die hatte nicht so viel Spaß. Über Probleme. Mit Fridolin tanzen. Kann die nicht einfach mittanzen? Lautstärke, Sender wechseln. Die kann nicht einfach mittanzen. Okay. Es ist 20.54 Uhr. Frikadella. Tagesaufgabe, Essen zubereiten. Na, scheiße. Okay, Frikadella, ich weiß, die ist gerade nicht so glücklich, aber die kocht hier einfach mal Hamburger Kuchen, Macaroni und Käse. Ich meine, Rührei. Ich wünschte, es würde dabei stehen, wie viele Kalorien die haben, wie gesund das ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel irgendwas mit Lachs, irgendwas Lachs mit Salat, dass das genauso viel Kalorien hat wie Kekse mit Schokostücken. Weißt du, was ich meine? Das heißt, es wäre schon praktisch zu wissen, was hier gesund ist und was nicht. Eier und Toast zum Beispiel, da würde ich den Toast weglassen und die Eier essen. Das wäre viel gesünder. Rührei würde gehen, aber ich glaube, da ist bestimmt Bacon mit bei. Oh, geil, Rührei. Familiengrüße. Na komm, Fricka. Die beiden scheinen sich aber gut zu verstehen. Darf ich mir mal deine Adresse aufschreiben? Ich wollte dir meine Handynummer geben, aber die wolltest du ja nicht. Naja, ich wollte die speichern, aber mein Handy ist kein Handy, ist ein Gamepad. Alter, was macht ein Frikadella da hinten? Die geht der ab. Alter, wie die abgeht da hinten. Wow. Boah. So, Trini Schmini. Was ist los? Die will tanzen. Hausaufgaben abgeschlossen, alles klar. Kinder sind soweit gesättigt. Ich entwickle übrigens gerade eine Handy-App, eine Mobile-App am Computer, ne? Oh ja, ist ja spannend, ciao! Scheiß Programmier-Nerds, ciao! Ja, das ist hart. Und da tanzt Fridolin jetzt alleine. Sie hatten viel Spaß, bis er ihr gesagt hat, er ist Programmierer. Freiberuflicher auch noch und da ist natürlich dann sofort zappenduster. Ja, das Schicksal der freiberuflichen Programmierer. Wer kennt es nicht? So, Frikadella, fleißig am Kochen. So, und sie kann dann eigentlich nochmal ein Abendessen servieren. Was kann man denn zu Abend essen? Fisch und Chips? Chili? Gibt's denn hier nichts Gesundes, Mann? Zu Abendessen kochen. Ich weiß nicht, was davon gesund ist. Ich mache jetzt nur mal Rührei die ganze Zeit. Familiengröße. Oh, das ist. Manchmal ist es so albern. Frikadella hat nicht so viel Spaß gerade, aber eigentlich. Die müsste doch eigentlich mega Spaß haben. Die kocht doch gerne. Warum hat die denn keinen Spaß beim Kochen? Das verstehe ich nicht. Rührei fortsetzen. Ach, die hat wahrscheinlich keinen Platz, weil da noch das Ding rumstand. Die Küche müsste größer. Wir haben ja 3700 Simoleons, wir können die Küche vergrößern. Wir müssen nicht unbedingt den teuersten Herd kaufen, aber wir können die Küche ein bisschen umdesignen. Dann haben wir immer mal wieder was im Haushalt getan. Frikadella freut sich auch. Und Tränenmund ist natürlich die Einzige, die von ihrer Kohle irgendwie gar nichts sieht. Hat sie nicht gerade was zu essen geholt? Orangensaft, hergestellt von Tränenmund Schlömpel. Trinken. Ich würde sagen, dann basteln wir gleich die Küche um. Fridolin kann ja noch ein bisschen säubern. Da kann seiner Mutter mal ein bisschen zur Hand gehen, weil die ja ein bisschen kochen möchte auch.
Ich muss mal die Playlist ein bisschen erweitern bei dem Sender. Ih, wie das plattert. Die hat viel zu viel Öl da reingeballert. So, Tränenmond, was kann die mal machen? Die hat immer noch Hunger, dann isst die jetzt. Die isst jetzt auch mal eine schnelle Mahlzeit und zwar auch mal ein Joghurt. Das kann man ja mal machen. So, Blase. Wie ein Champion pieseln, duschen und dann kann sie auch schon schlafen gehen. Guck mal auf die Uhr, die muss ja auch langsam mal. Ach, die trinkt eh gerade noch. So, und Frikadella ist wieder fertig. Dann kommt das Ding wieder da rein und Frikadella muss leider, ja gut, dass der Kochen keinen Spaß macht, finde ich ein bisschen komisch. Das sollte eigentlich noch geändert werden. So, Rührei, dann haben wir für morgens auch immer Rührei da. Fridolin, Energie, Blase, der kann auch mal ganz schnell verwenden. Tränenmond ist ja gerade eh noch. Energie ist ja fast noch aufgeladen. Was machen wir denn da? Und seit wann pisst Fridolin denn im Stehen? Ich glaube, der wird langsam rebellisch. Der wird bestimmt langsam rebellisch. So, und Frikadella denkt, sie ist ein chinesischer Meisterkoch im Restaurant. Alter, wie die abgeht. Die Frikadella geht ab, da kannst du nichts sagen. Boah, ich hab jetzt voll Bock auf Rührei. Mann, ey, immer wenn ich Sims spiele und dann, ja, und ich habe aber noch nichts gegessen heute und der Tag ist eigentlich schon rum. Scheiße, ich habe vergessen zu essen. Passiert mir öfter mal, aber heute, also manchmal hat man das so, dass man dann auch wirklich richtig Hunger hat. Meistens vergisst man, dass man Hunger hat, dann isst man viel zu spät, was dann natürlich auch nicht gut ist. Vor allen Dingen nicht für die Figur, was vielleicht einiges erklärt. Aber, was wollte ich sagen und nicht lügen? Spaß. Oh, wir brauchen Spaß. Frikadelle braucht Spaß. Spaß. Und Blase. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal ein bisschen Spaß. Die muss noch ein Gericht machen, ne? Essen zubereiten ist abgeschlossen. Okay, dann können wir jetzt Spaß. Spiel spielen. Sims Forever mit Mods. Das ist bestimmt super. Dann hat der Frikadelle wieder ein bisschen Spaß. Tränenmond geht dann einfach schlafen, auch wenn die noch gar nicht muss. Fridolin ist auch noch fast aufgeladen. Naja, gut. Eigentlich wollte ich ja das Wochenende, aber Fridolin hat ja ein Mädchen kennengelernt. Da kann man nichts sagen, auch wenn sie gleich abgedampft ist, als sie erfahren hat, was er für ein komischer Nerd ist, was früher mal eine Beleidigung war. Heute ist es ja eher, wobei ich kann das Wort einfach nicht mehr hören, weil das so überall ständig. Ich mag ja Big Bang, die Serie, auch wenn da schon ziemlich viele Fehler drin sind, hin und wieder mal. Aber wenn ich dann immer höre am Anfang, letzte Woche bei den Nerds, dann hört's auch auf. Da hört's auch auf. Also Nerd und Geek, das sind so Wörter, die kann ich inzwischen gar nicht mehr hören. Ohne dass, ich weiß nicht, ist ganz komisch. Naja. Gibt's da nicht eine andere Bezeichnung für, die noch nicht so missbraucht wird und so übergebraucht wird? Da muss doch noch irgendwas geben. Ich persönlich bin zum Beispiel Sammler. Ich bin Sammler, so wie zum Beispiel ein Briefmarkensammler, so wie jemand, der Züge sammelt, so wie andere Leute, die... Was kann man denn noch sammeln? Schädel. Nee, weiß ich nicht. Schädel der Feinde. Oder der Nachbarn, man weiß es nicht. Nee, der Nachbarskinder. Treiben wir es nochmal auf die Spitze. Nee, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall Sammler. Ich sammle zum Beispiel Retro-Spiele, Retro-Systeme. Generell nicht nur Retro-Spiele, sondern generell alle Spiele. Ich sammle ungefähr alle Spiele für inzwischen auch alle Systeme. Früher nur PC, inzwischen schon ein bisschen auch, aber mal ja, Retro-Systeme und Konsolen sind dazugekommen. Furchtbar. Und Collector's Editions und sowas. Sowas sammle ich halt. Bin ich deswegen da jetzt ein Nerd? Ich weiß es gar nicht. Auch so Figuren, zum Beispiel coole Figuren, aber sowas wie die hier Walking Dead, ne? Daryl Dixon und sowas, diese 30 cm hohe Figur oder was das da ist. So eine Geschichten zum Beispiel. Ich sammle Sachen aus der Popkultur zum Beispiel und finde, das ist eigentlich... Das macht die Wohnung dann. Die Wohnung ist ja eigentlich sonst sehr modern eingerichtet eigentlich, aber das macht das Ganze so ein bisschen wohnlicher und ein bisschen verspielter, finde ich. Wenn man da auch so eine Sache mit drin hat. Also ist irgendwie cool. Mag ich gerne. Da hat man das eine und das andere verbunden sozusagen. Ohne lächerlich zu wirken. So. Ach, der Kunibert wieder im Radio. Will doch keiner hören. Frikadella hat mega Spaß, muss jetzt aber mal ganz kurz aufs Klöchen
Und danach noch Hygiene, mache ich auch nochmal. Sozial geht gerade nicht. Und danach aber schlafen, weil es schon irgendwie wieder halb zwei ist. Dass hier nachts niemand rumläuft. Das Doofe ist, wenn man hier eine Goth-WG macht, ne? Dann kann man nicht dafür sorgen, dass die nachts hier durch die Gegend laufen. Das ist ein bisschen schade. Ich finde, politisch korrekt müsste das Spiel auch für Leute mit komischem Biorhythmus konzipiert sein, die nachtaktiv sind. Ich weiß gar nicht, von wem ich da zum Beispiel jetzt reden würde. Habe ich keine Ahnung. Ist jetzt nur mal so als Beispiel aufgegriffen. Kann ich gar nicht sagen. So, Frikadella duscht gerade ein bisschen. Ah, da dusche ich gleich mal mit. So, ich habe immer noch den Kinderriegel vor mir liegen. Ob ich mal ein Stückchen davon esse? Hört man das, wenn ich hier knistere? Knister, knister, Knäuschen. Jetzt hier, warte, das hört man doch gerade, ne? Hier, knister, knister. Jetzt esse ich mal heimlich was. Oh Gott, da läuft mir wahrscheinlich gleich der Sabber im Maul zusammen. Das Problem ist, wenn man isst, kann man gar nicht richtig moderieren. Und dann kann man, das ist immer doof, dann macht man so Schmatzgeräusche, weil man jetzt der Sabber im Maul zusammenläuft. Deswegen esse ich ungern in Let's Plays. Was ist denn los? Tränenmond? Aufgestanden, wieder schlafen gegangen. Was ist denn da los? Moment, gleich wieder da. Ah, Fridolin ist wach. Da läuft echt gerade ein Sabber im Maul zusammen. Ich esse nicht in Let's Play, ist das... Manchmal hat man so ein Übermütchen und denkt sich, na, probierst du mal aus, aber das geht nicht. Vor allen Dingen, weil ich dann so, wie jetzt zum Beispiel, dann gerade, na, wie geht's? Hier kann ich das machen, weil ich Frikadella vertone, da kann ich dann immer so, lecker, lecker, lecker. Aber selbst mit vollem Mund, obwohl doch, das mache ich mal, wenn Frikadella isst, dann simuliere ich das Essen mal mit, damit es echter ist. Wir spielen ja Sims, da muss ich ja simulieren. Und das heißt, ich werde dann, wenn Frikadella isst, werde ich hier auch selber heimlich essen und dann probieren, sie zu vertonen damit. Also wenn mir gerade der Sabber im Maul zusammenläuft, weil ich Sauhunger habe und jetzt was Süßes gegessen habe, dann soll man ja auch nicht. Aber wenn ich alles lassen würde, was man nicht soll, dann, ja. Dann wird die Mauer noch stehen. So, duschen. Ach, jetzt ist der schon wieder auf dem Klo, das gibt's doch gar nicht. Tränenmond ist auch wach, ich freue mich sehr. Oh, wie ich mich freue. Ja, das ist ja neu, ein Gericht nehmen. So, was, was ist denn so eine Scheiße? Da merkt man schon deutlich, dass da jemand offenbar keinen Text geschrieben hat, sondern einfach nur das Lied aufgenommen, weil er doof ist. Dieses völlig übertriebene Überliegestützen machen, das ist völlig übertrieben. Ganz ehrlich, ich war in den USA 3 Monate immerhin. Doch, es waren 3 Monate. Und da war niemand, der auf der Straße rumgelaufen ist und spontan in Liegestützen zusammengebrochen ist. So, oh, muss ich Liegestützen. Das ist alles völlig übertrieben. Aber na gut, Sims ist natürlich auch ein bisschen überzeichnet. Vogel, flieg. Ja. Hier bringe ich meinen Teller. Ich bin Uri Geller, aber ich bin schneller wie Peter Seller. Und ich gehe aufs Klo, das macht mich richtig froh. Mein Strahl ist wie ein Laser. Was reimt hier auf Laser? Ich weiß es nicht. Was war das denn gerade? Der hat noch gepisst, während er sich nach vorne gebeugt hat. Das ist aber mutig, mein Freund. Ein bisschen ekelhaft. Ich gehe duschen, das will ich mal versuchen. Lalala, danach überdenke ich die Aktion. Danach gehe ich gerne mal ans Telefon. Ja, das hatten wir ja schon. Lalalala. Warum bricht ihr denn die Aktion ab? Nein, nicht sitzen. Hör auf. Räum doch mal auf. Die räumt die Teller nicht weg. Warum räumt die denn die Teller nicht weg? Ah, jetzt geht's. Okay, das ist ja merkwürdig. So, nein, Fridolin. Zum Glück nur das Waschbecken. So, Hygiene ist eigentlich sogar noch voll. Egal, naja, was soll's. Ist doch wieder Montag, ne? Die müssen ja zur Schule, genau. Fridolin überdenkt nochmal seine Aktion.
So, und sie überdenkt natürlich auch die Aktion. Fridolin geht dann gleich. Hey, Mann, heute alles easy geschafft für die Kinder. Und Frikadelle hat auch fast ausgeschlafen und das um 7.43 Uhr. Das ist ja unfassbar. Was ist denn hier los? So. Was? Moom for my Gromp. The Arena. Moom. For my Gromp's Arena. Waya Nucci. Alter, was haben denn Kinder für ätzende Stimmen? Toll. Fridolin ist zur Schule. Tränenmond hingegen? 8.12 Uhr, das schafft die aber noch, ne? Wie lange duscht die denn? So, Tränenmond. Geht sich jetzt nochmal ganz schnell konzentrieren. Und Frikadella, würde ich sagen, die können wir mal aufwecken. Obwohl 8.20 Uhr, die hat ja noch... Alter, das gibt's doch nicht. Das ist unfassbar. Vielleicht soll man mit der Kohle... Pass mal auf, weißt du was? Wir nutzen mal die seltene Gelegenheit. Wenn wir schon mal hier... Dann können wir ja... Dann machen wir mal. Oder? Ich räume die Möbel weg. Die Möbel. Ich mach das anders. Kann ich denn? Geht das? Ich hoffe, das geht wie in Sims 3. Das wäre so schön, wenn es geht. Bitte sag, dass es geht. Nein, es geht nicht. Bitte was? Das ist ungefähr das Dämlichste, was hier hätte passieren können gerade. Es ist so dämlich, nämlich, dass das passiert ist. Das war ja auch anders. Da muss ich ja nicht unbedingt so einen Raum ziehen, da reicht es auch, wenn ich eine Wand ziehe. So, und dann mache ich da einen Zaun draus. Einen Zaun. Ja, das ist ja wie ein Traum. Ein Wohntraum im Wohnraum, sozusagen. Ach, das ist Glas. Nee, komm. Das sieht doof aus. Hä, aber das ist doch kein... Wieso ist denn da... Hä, das ist... Hä? Warum ist das dann blau? Warum ist denn... Nein, das wollte ich gar nicht. Okay, ist gar nicht blau. Das war nur ein Vertun. Megazaun von Spar. Was haben wir denn da? Weiß. Probieren wir mal den aus. Ja, natürlich habe ich was vor, man weiß es ja bereits. Kann ich denn aber auch mit dem Wählen? Da hat er jetzt einen Raum draus gemacht, das verstehe ich natürlich schon gut. Ich hätte aber auch Einzelwände draus machen können, ne? So, machen wir nochmal so. Das dürfte jetzt ja kein Raum sein, kein eigener. Ich probiere gerade noch rum, ne? Also ich weiß, viele von euch haben viel mehr Ahnung als ich. Das macht überhaupt nichts. Ich probiere trotzdem rum. Nee, das gefällt mir noch nicht. Hallo? Hallo? Hä, warum ist denn jetzt dunkel alles? Ich habe keine Ahnung. Manchmal muss es vielleicht einfach dunkel sein. So, mache ich das mal so. Vielleicht entscheide ich mich auch für einen anderen Zaun, ich weiß es nicht. Vielleicht ist der auch noch zu lang, auch das weiß ich noch nicht. So, auf jeden Fall. Ich muss ja noch ein bisschen rumprobieren.
Das hier kommt weg. Warum ist es hier so dunkel? So, aber das passt eigentlich ganz gut dran, ne?